Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test von Hell Yeah. Ja, das Spiel ist eine Demo. Ich habe keine Ahnung, was es in dem Spiel geht. Ich habe nur irgendwie gelesen mit Karnickeln und so in Hölle. Irgendwie so. Ja, zocken wir mal eine Runde. Drücken wir auf ein neues Spiel und kommen erst zu einer Fenster. Ich fange einfach mal zu lesen. King Hare ist tot. Lang lebe Prinz Asch. Tyrannei, Monster im Kind. Das ist das Leben. Aber jedes Knick hat gemein Geheimnisse und der Prinz steht auf Entchen. Das ist irgendwie. Das ist dann wahrscheinlich der Prinz. Ah, da Tor, du bist. Oh, Paparazzi! Oh, Skandal! Binnen weniger Sekunden sind die Bilder im Hellterm. Die Bilder müssen sofort zurückgeholt werden. Schnell. Blood-Monster einfach alle um die Ecke bringen. Payback. Ja, Zahltag. Gut. Ja, schauen wir mal, was im Spiel geht. Ja, das ist ja nur die Demo, aber. Total wenig hilfreicher Tipp. Deine Säge ist wie ein Jetpack. Je länger du die Taste drückst, umso länger du bist. Gut, wir sind jetzt ein Killer-Karnickel. Auf was laufen wir denn? Auf jeden Fall. Okay, so springen wir. Ash, super, ein Aufzug im Nichts. Und wo sind überhaupt meine Lakaien? Schauen sie sich wohl meine geklauten Bilder an. Das werden die noch bitter bereuen. Wo sind meine königlichen Waffen? Kämpfe vermeide ich jetzt wohl besser. Okay. Springen muss ich da noch nicht, okay. Da auch noch nicht. Ist da wer? Du wirst Hilfe brauchen. Sieht aus, als ob es böse wäre. Gut, dann laufen wir mal weiter. So. Gut, dann laufen wir mal hier hoch. Ich sammle jetzt einfach mal alle Punkte ein, die ich finden kann. Und direkt ein Speedrun macht es. Bla 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 bla. Hey, Nastor, mein treuer Diener, endlich ein bekanntes Gesicht. Hallo Sir, wie geht es euch? Der Kater ist hoffentlich nicht so schlimm. Testen wir doch mal die Nüchternheit. Wisst ihr, wie man ranzoomt? Was für eine Frage, na klar. Ich bin schließlich der Prinz der Hölle. Also, gehst du um doch gleich. Mit Hilfe verkleinert ihr die Ansicht, Sir. Arrogant wie der Vater. Das wird ein langer Tag. So, wir können jetzt einmal so. So, dann bewegt sich jetzt auch nichts mehr. Okay, schauen wir mal. Ja, springen wir einfach mal runter. Ja, dann. Okay, da können wir auch nicht lang. Müssen wir. Okay, laufen wir einfach mal hier runter. Und hier sind irgendwelche solche Bälle. Okay, den. Nein, das sind Ärsche. Das ist auch schon mal ganz lustig. Haha, der Prinz ist nackt. Hey, was? Wer wagt es? Du bist nackt und kannst mir nichts tun. Ich bin hinter einer Wand. Wie kannst du mit mir reden? Wände kann man einreißen. Genau wie dein Gesicht. Ich komme wieder. Ich muss einfach mal so ein paar Stimmen ausdenken. Okay, dann. Wenn ich doch nur was zum Graben hätte. Das ist schon mal nichts zum Graben. Ich wurde schon wieder erwischt. So, das sind Fallen. Ich hab Angst, dass Wasser irgendwie böse ist, aber laufen wir weiter. So, springen hier rum. Oh, wieder einer. Hey Mann, hey Nastor, hast du noch mehr nervige Kommentare? Wie ist alles funktioniert? Nein, Sir. Ein Geschenk von eurem toten Vater. Löst doch von seinem Geheimen, von seiner Geheimliebe für das Aufmotzen von Gadgets. Bitte sag, dass ich dein Monster zu Brei schlagen kann. Blam! Mit Rechtsklick plus WSD könnt ihr Wände und Gegner zerstören. Geht los, Gadgetmeister.
Wow, wir verwandeln uns! Wow! Wie lange haben wir das? Oh, das ist ja witzig. Wow. Komm her! Stirb! Komm her. Stirb. Ach, der Reißblick ist total. Ja, ich zähle ihn gerade, aber... Squeeze it! Squeeze it! Ah, Leertaste zu drücken! Und... Alter, überall spritzt das Blut in dein Gesicht. Okay, der bis aus ist dann so das alte Checkpoint. Neues Monster im Monster Index. Wusstest du, dass du mit Rechtsklick sehen kannst? Ja, das wusste ich. Ja, gut, das ist aus, das geht weiter. Ah, wenn wir das gedrückt halten, dann können wir so ein bisschen fliegen. Ah, das heißt, das ist okay. Das ist eine Serie, bitte. Ich bin's nur, Sir. Dürfte ich euch wohl das Radar vorstellen? Radar? Was soll ich denn damit anfangen? Wie sieht das so aus, als würde... Als wollte ich 7 magische Steinchen oder so sammeln? Auf dem Radar seht ihr, wo sich Monster befinden. Alles was praktisch ist. Okay, gut. Als Karte. Hier, da, die zwei Missgestalten müssen wir wahrscheinlich jetzt gleich bauen. So. Irgendwie fake. Irgendwie weiß ich nicht, wie ich die angreifen muss. Das ist ein bisschen komisch. Ja, komm, wahrscheinlich nicht runter. Aber... Irgendwie ziemlich... Ich blick mich durch, wenn die Gegner schlagen, weil wenn ich sie... Ah, die lassen wir nochmal zurück. So. Irgendwie, wenn ich die ganze Zeit Rage-Kick mache, dann schlage ich das Gegner zwar einmal ab, aber danach kann ich mich sozusagen aufs Level bauen. So viel Leben habe ich jetzt auch nicht. Irgendwie... Wollen wir unsere Steuerung auch nicht gleich was Hilfreiches gibt's. Nach oben bewegen, nach unten bewegen, schießen, linke Maustaste. Waffe hoch runter, sägen, sprengen, nächste Waffe. Ja, sieht nicht so aus, als ob wir noch irgendwas mit. Hier gibt's noch so Sägearten. Irgendwie. Will das Spiel mich doch verarschen. Aber. Das ist irgendwie komisch. Ich kann danach auch nicht zurückspringen, das ist das Komische. Denn sobald ich die einmal angegriffen habe, dann bekomme ich Schaden zurück und. Ah, ne. Ich glaube, ich muss da Rechtsklick gedrückt halten. Aber ich bin schon wieder fast tot. Gentlemen, start your engine. Gut, haben wir. Haben wir. Danke. Okay. Nein,
Irgendwie, wenn ich das nur einmal berühre, dann fange ich voll an. Au, 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 au! Oder. Das Spiel will mich trollen. Ich weiß nicht, ob ich nur zu schlecht bin, die Gegner anzugreifen oder ob das Spiel noch vielleicht verbuggt ist, aber. Die verbuggt ist bezweifelt. Ja. Beam Blaster on! Beam Blaster on, komm schon! Ach, du heilige Scheiße! Ja, ich muss mal gucken, was da noch nicht so geht. So, wahrscheinlich ist unser Gate offen. Cool, ich hab den Fall gemacht. Guten alten Hildur. Lachen sich an die spaltigen Seelen. Ich mag's. Irgendwie. Gut, nächste Checkpoint ist jetzt noch gut. Türen zeigen an, was da ich befreien muss. Dann lassen wir es aufgehen. Gut, ja, laufen wir nochmal weiter. Darf es nicht berühren. Kann die Klon Elektrizität vertragen sich nicht. Darum kümmere ich mich besser um Weiden. Geht mal um Weiden, das ist gut. Es ist ein Feind und es ist ein Feind und wir müssen geschossen. Die Frage ist, kann ich doch. Also, hey, ich weiß, wer du bist. Du bist der verfluchte Prinz. Ich bin nicht weiter. Hört sich gut an. Ah gut, der erhält mich. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Okay, nach dem springen wir mal auf den Arsch. Und gehen dann mal hier durch. Das ist halt irgendwie. Gut. Da unten ist schon der erste. Let's crush! Wow! Das ist irgendwie lustig. Das finde ich irgendwie in dem Spiel voll witzig. Ja, gehen wir mal hier hoch. Da ist wieder ein Healer. Silberauge. Okay, kann ich jetzt noch nicht. Ich brauche erstmal 6 Kills. Gehen wir mal hier hoch und sammeln die Münzen ein. Ach, das ist unser Geld. Okay, dann rennen wir mal hier rüber! Ach, das ist so dumm. Was ist das denn? Das geht noch nicht. Bis später. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der Shop ist. Ich glaube, das ist nicht durch. Aber ich auch nicht. Aber nur das ganze Geld. Aber immerhin können wir das Geld. Was kann man denn hier machen? Shop. Wo gibt's denn die Shops? Da unten gibt's einen Shop. Okay. Müssten wir wahrscheinlich vielleicht erstmal irgendwo runtergehen. Ja, wir müssen irgendwo. So. Gut. Nein! Verdammt. Hier hoch. Ey, ich bin echt zu blöd, um da hoch zu springen. So, nochmal heilen. Muss den letzten Furz kriegen. Ah, ich denke mal nicht. Okay. Sieht nicht so aus. Ah, ich denke mal nicht. So, gut, sind wir weiter. Wie es aussieht. Alter, Ghetto Club! Das ist auch noch so krass. Ja, kaufen wir uns dann noch ein Missile. Kaufen wir uns noch irgendwie was Geiles so. Schauen wir mal durch. Kaufen wir uns eine Ente. Weil der Prinz ja so Enten mag. Nein. Und das geht auch nicht.
gut. Yo, Bro, das war's. Was? Das war's schon. Oder? Nein, wir können auch weiterspielen. Heilige Kacke. Kiss my ass. Kiss my ass. Und? Okay. Ah! Und da war. Gut, der wäre jetzt auch tot. 5 von 5 haben wir geschafft. Gehen wir erstmal das Monster da oben jetzt hinkriegen. Ja, versuchen wir jetzt einfach mal hier hoch zu glitschen. Ja, rein machen wir zurück. No. Wow! So. Mehr ist jetzt hier. Das heißt, die Gehirn. Arm. Aha. Quiz of Doom. Wie lange lebt ein totes Karnickel im Durchschnitt? Ich sag einfach mal, what the fuck. Und es stimmt auch. Es ist schon mal. So, das Gehirn ist jetzt auch tot. Wahrscheinlich, ja, da oben ist es wahrscheinlich dann. Ja, offen. Wo waren wir noch? Nicht in der Map. Mal nicht Monster Index. Gebietskarte. Das Karnickel ist hier. Ja, dann gehen wir mal wieder da, zurück, wo wir gerade waren. Kann ich warten jetzt? Oh ne, ich hab den noch. Okay, passt. Ja, ich habe jetzt statt einem wie heißt das, Zahnrad oder ein, ja, so ein Rad halt, habe ich jetzt eine Ente, was ziemlich witzig aussieht. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Nach links. Und kommen wir hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Hier auch. Was gibt's denn hier? Ich kann mal halten, nein, das kann ich nicht. So, dann rennen wir hier hoch. Hier wäre jetzt noch ein bisschen Geld und dann sind wir wieder zurück am Spawn. Dann müssen wir einfach mal hier hochrennen. Da bei dem nächsten Punkt. Und ja, das ist eigentlich schon ganz lustig aus. So, ein Trick mit E. Okay, gut, es geht weiter. Ich dachte schon, die Demo wäre vorbei, aber laufen wir einfach mal weiter. Autsch, das tut weh. Diese Decken hängen viel zu tief. Was sagt die Arbeitssicherheit denn dazu? Dafür ist es doch schon zu spät. Sonst ist aber nichts passiert. Oh, es geht schon. Danke der Nachfrage. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin gerade erst gekommen zum Bosskampf. Mein erstes Mal, um genau zu sein. Ich komme nur weiter, wenn ich dich besiege. Das ist ja schade. Du bist eigentlich nett. Wollen wir? Wir sollten wohl. Ja. Halt, meine Bilder. Hast du sie? Bilder? Ich fürchte nicht, nein. Wäre auch schon... wäre auch zu schön gewesen. Also, packen wir es an. Sollte ich vielleicht mit ein paar furchterregenden Geräuschen anfangen? Meine Freunde zufolge ist meine Bassstimme ganz ordentlich. Das hört sich doch einigermaßen nach einem Boss an. Ja, das... Ich denke mal, das war's mit Hell Yeah. Gerade wo es spannend wurde, so wie es in jedem Demo ist, hört das Spiel einfach mittendrin auf. Und ja, ich fand das Spiel jetzt eigentlich ziemlich witzig. Ich überlege es mir, ob ich mir vielleicht kaufe und danach auch hochlade. Das Spiel ist eindeutig empfehlenswert zu kaufen und ihr könnt auch mal die Demo ausprobieren. Und ja, ihr könnt beim nächsten Let's Test oder Let's Show auch wieder einschalten. Danke fürs Zuschauen und ciao.